helfe dir. Hallo, Supermädels. Ich möchte euch einen alten Freund von mir vorstellen. Tut mir leid, wie heißt du noch? B-B-B-Brian. B-B-Brian wird gleich alles über die Agonie-Matrix erfahren. Also, wenn ihr ihn nicht findet. Ihr habt 2 Minuten. Tick-Tack. Was sollen wir tun? Ich kann euch helfen. Big Barder? Ich kenne mich gut aus mit der Agonie-Matrix. Du bist von den Female Furies. Wieso solltest du uns helfen? Na, wegen Brian. Er versorgt mich immer mit extra Kartoffelstampf. Was ist? Na, also, wenn ihr mich nicht rauslasst, dann Leschina. Ohne mich werdet ihr auf gar keinen Fall die Agonie-Matrix stoppen. Ja! Da lang! Beeilt euch, bitte! Du kriegst so viel Kartoffeln, wie du willst! Die Female Furies! Sie dürfen uns doch nicht entwischen. Nichts für ungut. Kein Ding. Katana, bleib du hier bei Big Barder. Ich stoppe die Furien. Furien, zurück in die Zellen! Was? Du solltest doch beschäftigt sein mit Bri-Bri. Mädels, los, schaff sie hier weg. Stomper kommt und holt Eislocke. Stomper holt sich gleich eine Erkältung. Halt! Hallo, Wonder Woman. Ich übernehme gleich mal deinen unsichtbaren Jet. Zeit, diese Matte auf Eis zu legen. Das Cockpit des unsichtbaren Jets ist super sicher. Nichts geht rein oder raus. Das ist doch der Turbositz, oder? Ja, aber weißt du, ich sollte... Den Jet kann ich nicht ohne dich fliegen. Allerdings kann ich sehr wohl das hier. Ich hab hier was, damit du endlich chilliger wirst. Hey, lass das! Irgendwann muss ich doch was essen. Nanu, brennt da etwa die Luft? Die Technik reagiert nicht und die Sicherheitsverriegelung ist aktiv. Super sicher. Ich bin gefangen. Oh nein, die Stadt ist in Gefahr. Der Jet sinkt und Eis schwimmt. Ha! Oh nein! Danke dir, Frost. Oh, das ist alles nur den Bindungseigenschaften der Wassermoleküle zu verdanken, die unterhalb von 0 Grad eine Kristallgitterstruktur schaffen. Abgesehen davon, du bist wirklich super gut geflogen. Naja, wir haben eine nicht-hygroskopische Lösung entwickelt, die antikristallin wirkt. Hä? Das stoppt sie. Los, erwischt sie alle. Bleib mal schön in deinem Köpfchen, Miss Martian. Du bist so wütend, weil dir kalt ist. Natürlich ist mir kalt. Die Kräfteaufladung geht nur mit Wärme. Ihr seid die schlechtesten Mitbewohner ever. Hitzeblick? Denkst du vielleicht auch, was ich denke? Ja. Das ist ja wie in einer Sauna hier. Du sagst es. Ich schwitz eklig. Ich glaube, ich mag dich lieber, wenn du genervt bist. Ich danke dir.